Ach so, ja, keine Ahnung, ob sie noch lebt oder nicht. Haben wir nicht gesehen. Wir haben nur gesehen, dass sie gebissen wurde. Am Hals und es hat heftig geblutet, also, I don't Da gewesen? know. Am Schrottplatz? Nein. Hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Oh, der Sound, what the fuck? Lass uns weitergehen. Babe, alles gut. Ich wollte es nur gesagt haben, so, weil es schon oft vorkam und dadurch ich dadurch komplett Aus. gespoilert wurde und so eine Scheiße. Was? Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Hooky McHookface. Eigentlich würde ich gern positiv machen, aber mich würde interessieren, was passiert, wenn wir niedergeschlagen machen, ob er dann halt so depressiv wird und er halt einfach. I don't know, das wäre sehr interessant. Gibt eine Karte, die man abrufen kann im Spiel, die ganze Zeit, da sieht man, wer wo ist und ob er lebt. Ja. Aber die nutzen wir nicht. Wir rätseln. Wir machen positiv. Wir brauchen Positivität. Naja, es ist echt was Neues. Ich mache mir verschiedene Aufsätze drauf. Ja, Mann, lass dich drauf ein. Ist ja auch eine Mordstory. Ja, ich schätze, das ist etwas, worüber man im Radio spricht. Und in ein paar Jahren lachen wir alle drüber. Du, ich, vielleicht sogar Ryan. Ich war am Lagerfeuer. Echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Vielleicht ja nächstes Jahr. Naja, schaffen wir erstmal dieses. Ich würde eine Kettensäge drauf machen Egal, jetzt und ist egal, Untote auf jagen. welchen Typ Ryan steht. Als kleine Hommage. Und heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da. Schon gut, ein Bewegungsmelder. Alles gut, glaube ich. Schau nur, Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Alter, habe ich mich erschrocken, Mann. Lass mich los! Langsamer! Lass mich los, du Schlampe! Ich blass dir die Birne weg! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Hab dich. Jetzt räche ich meine arme Kehle. Lass mich los, verdammt! Du tust keinem von uns mehr weh. Das war's dann. Hört sofort auf! Du Mörderin! Mal halt jetzt den Mund! So sprichst du mir aber nicht mit deiner Mutter. Ja, Sir. Lass mich los, Arschloch! Was zum Teufel ist hier oben los? Wir werden sie nicht mehr beschützen, Bobby, weil sie Kaylee das angetan haben. Ich will mich nicht entscheiden. Ich will mich nicht entscheiden, weil eigentlich sind die gut. I don't know. Komm, wir gehen einfach rein.
Was zum Teufel tut sie da? Hey, Schlampe. Falsche Tonlage. Ich weiß ganz genau, was du gedacht hast, Phil. Ryan, auf! Er hat ein Messer. Wir spucken nicht. Sie ging mir unfassbar auf die Nerven. Ich glaube, wir wären so oder so gestorben, egal ob wir gespuckt hätten oder nicht. Aber die ist nicht tot. Das war safe keine Silberkugel. Okay. Oh Mann, so ein Dreck. Jetzt zieh doch nicht das Messer raus. Bin ich dumm oder was? Das mache ich nicht. Das lassen wir schön drin. Das kann ein Arzt machen oder so. Ich ziehe mir jetzt erstmal Rick and Morty rein. Aber praktisch, so hat man es immer dabei, genau. Kayleys Brief, Beweise gesammelt. Wieso kann ich die nicht lesen? Kaylee Hackett's Bekanntschreiben an ihre Großmutter. Ich könnte die Waffe dranhängen und müsste sie nicht halten. Easy. Aber die wissen doch, wo er hingefahren ist. Die könnten doch jetzt einfach die Treppe runtergehen. Okay, da drin könnte ich mich verstecken. Ich dann nur durchgucken? Okay. Ja, es ist gut. Ist alles gut. Das Messer tut nicht weh. Unterm Bett könnte ich mich auch verstecken. Unterm Bett ist eine scheiß Idee. Oh. Voll reingeschissen, Alter. Eine scheiß Idee, ja. Das macht man unter die Tür, aber okay, das war komplett scheiße. Ich wusste, so komme ich rein, Kappa.
Ja, Mann. Lauf mir ja nicht weg, Drecksack. Ja. John Cena sah schon mal besser aus. Der ist in Höchstform. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Wichser! Selber Wichser. Selber, selber, lachen alle Kälber. Tja, was sie nicht wussten, die hat jetzt auch den Husten. Nee, die wissen das noch gar nicht, nee. Das muss die Tochter sein, die da liegt, oder? Kaylee? Einfach auf dem Essenstisch. Yummy, yummy. Also ich sag mal so, das ganze Spiel über hatte ich das Gefühl, alles ist so richtig, richtig crazy eigens designed. So. Nichts wiederholt sich, das ist wirklich lebendig und fühlt sich gut an. Aber diese Maschine stand auch im Camp. Dieser Kief. Diese Tiefkühltruhe mit genau denselben Sachen drin. Und das finde ich schade gerade. Die Maschine war halt im Sonderangebot mit genau denselben Sachen drin. Ja, perfekt. Hier oben irgendwas? In den Schränken oder so? Solche Eistruhen stehen halt in Amerika überall. Ja. Okay. Rein theoretisch müsste jetzt hier am Fenster Blut sein oder so, ne? So wie die da durchgeschossen hat, aber okay. Kugel steckt wahrscheinlich in meinem Kopf, in meinem Cock. Und Amerikaner kaufen immer nur das Gleiche. Okay. Ich hätte gern eine Kugel Schlumpf. Silke Eismann. Okay. Ich glaube, ich habe gar kein Eis zu Hause. Es tut mir sehr, sehr leid. Das ist halt the fat way of living. Man muss immer den Inhalt sehen, damit man weiß, dass Pommes und Ice Cream fehlen. True. Wer hat dieses Haus gebaut? Ist ja schrecklich. Ich hätte gerne eine Kugel Silke-Schlumpf-Eismann. Wieso ist hier der Schrank umgefallen? What the fuck? Deswegen kann ich da nicht durch, oder was? Cringe. Laura macht's wenigstens richtig und kackt ins Klo und nicht in den Eimer. The Nature of Evil.
Jacqueline Sommer, Antonio Girotto, Umberto Leone. Ein Film bei Mario Martino. Frage ich mich, ob es den echt gibt. Kommen wir hier durch die Tür? Ne, können nur rausgehen, ne? Das ist Bobbys Zimmer, glaube ich. Seit wann ist der Eimer nicht mehr fein? Mache ich was falsch? Ist alles okay, kannst du ruhig machen. Perfekt. Oder so. Ich liebe sie. Nein, hier wird keine Liebe mehr verteilt. Ab jetzt sind wir sauer. Gibt es nicht Real Life, okay. Danke fürs Suchen. Das Haus ist so fucking gruselig, Mann. Es ist bald 24 Uhr oder Vollmond oder was auch immer, weil sie sieht echt gar nicht gut aus. Können wir das spielen? Klingt wie mein Arsch. Bestens. Gibt es hier echt Bären? Jagderrungenschaft der Hacketts. Wieso haben sie die Einschusslöcher und Verletzungen nicht verdeckt? Vielleicht dienen sie als Erinnerung daran, dass diese Tiere wirklich tot sind. Ich bin immer unauffällig. Ich schneide einen Kopf im Nacken. Ich hab leider nichts zu trinken mehr. Es wird nie wieder was getrunken. Keine Liebe mehr und nichts mehr zu trinken. Ah, Sid. Meine Fresse, Alter. Arindi. Du kriegst Stubenarrest-Tindi. Arindi. Wie geht's, Schätzchen? Keine Schusswunde. Mir geht's besser. Sie ist infiziert. Sie ist gebissen. Oh, willst du nochmal schießen? Hat letztes Mal ja toll geklappt. No! Ich hab vielleicht nicht genug Silber, um dich zu töten. Aber ich kann dich leiden lassen. Thank you.
elendes Dreckstück. Steh auf, komm schon. Jet, steh auf. Wieso sagst du das? Wie ist deine Position? Wo seid ihr genau? Lass sie nicht laufen, halt sie auf! Wieso hat sie es jetzt so schwer? Weil sie noch nicht komplett... Sie hat noch nicht genug Kraft gesammelt und sie wurde gerade angeschossen. Nee, sie hätte ihn noch angreifen können und dann im Licht kämpfen können. Aber sie ist zum Stromkasten gelaufen. Das war das Rennen. Wo bist du? Jetzt schaue ich zu, wie du krepierst, Mädchen. Hey! Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Sie ist gebissen, Travis. Kill sie! Ja. Ja, füll sie mit Silber, Sohn. Hat er nicht gemacht, weil er mit ihr zusammenarbeitet. Junge, nicht ein Raum hat normale Tapete, alles runtergekommen wie in meinem Arsch. Oh, ich hätte fast verkackt. What the fuck, Mann? Ich glaube, denen sind die Schüsse gerade egal. Ja, wir haben das Messer drin gelassen. Zum Glück habe ich so lange die Luft angehalten. What the fuck, Mann? Das ist John Cena, das ist nicht The Rock. Oh, komm schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst kriege ich Ärger. Bitte! Du Messerdieb! Ja! Laura! Oh nein, gebissen! Leg dich lieber mit mir an! Travis! Nice, oh, ich wusste es, dass er nicht stirbt dann. Let's go! Langsam! Langsam! Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Ah. Oh, Ryan! Oh, wie schlimm ist es?
Weiß ihn. Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Habe mich vor meiner eigenen Haarsträhne gerade erschreckt. Nice. Ihre Augen sind wieder normal, ja, habe ich auch gesehen. Ich glaube, weil es dunkel ist. Sie darf nicht im Licht rumlaufen. Aber bin mir nicht ganz sicher. Oder? Sind wir mitfühlend? Ich schwitze so dolle, mir ist so heiß. Ich will eigentlich nicht, dass noch wer stirbt. Aber ich glaube, dadurch, dass ich ihn gerettet habe, stirbt er jetzt. Ich hätte das Messer danach wieder reinstecken können, Kappa. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Sterben. Alle müssen sterben, wenn Abby schon dead ist. Ach Quatsch. Nein. Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht ja doch. Was? Ryan. Wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, versteh schon, böser Wolf. Das ist geil. Er müsste sie töten, damit es aufhört. Wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Rein theoretisch, wenn ich das schaffe... Beißen lassen... Ist nur Abby gestorben. Leben und Chris töten. Oder verbluten. Jax, was geht? In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Noch kann ich nicht entscheiden, geht nicht. Tun wir es oder nicht? Jetzt kann ich entscheiden, actually. Oh Mann, ey, keine Ahnung, was ich tun soll. Ich nehme es einfach an. Es ist das Beste, was wir tun können. Ansonsten gehe ich wahrscheinlich einfach irgendwann mittendrin drauf, oder? Annehmen, ja, machen wir. Let's go. Pass auf, dann bringt's gar nichts. Es geht einfach nicht. Weil ihre Augen gerade gar nicht Dings sind. Weil sie dazu auch Werwolf sein muss. Okay. Ah. Oh. Weich und saftig für dich. Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, glaube ich. Bobby? Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen... Das reicht nicht. Härter. Mehr. Ah.
Was zum Teufel einfach? Onkel Mentes, was geht? Grüß dich. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Es ist alles passiert. Es ist wirklich alles passiert. Diese Typen werfen nie was weg, ha? Und Unlocked Achievement in New King. Geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar. Ein wunderschönen André. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Okay, einen Motor schleppen wir bestimmt nicht jetzt 3 Kilometer irgendwo hin. In der Scheune steht safe ein Auto. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Hast du schon was? Noch nicht. Such weiter. Mentes, um ihn zu retten, hat sie ihn gebissen. Nur der Sonnenbrand nervt. Hast du dich nicht eingecremt? Da kann ich nur sagen, selber schuld. Ja, keine Ahnung, Mentes. Also, wie soll ich sagen? Du hast viel verpasst. Ich werde das Ganze nochmal in relativ großzügigen Stücken auf YouTube hochladen, dass man sich das nochmal angucken kann. Aber es ist so gestört, es ist so geil. Ich komme gar nicht klar, wirklich. Es macht so Bock. Aber auch Sonnenbrand. Leute, was macht ihr denn alles? Kannst du mich auch mal beißen? Ich beiß dich in dein Ohrläppchen. Teenie-Treffen im Wald. Und wie geht's weiter? Einer ist verliebt in jemanden, macht das Auto kaputt. Die können abends nicht wegfahren. Und es ist Vollmond. Draußen laufen gefährliche Wesen umher, die dich beißen könnten. Und die beste Idee, die wir haben, ist, dass wir uns trennen. Und Scheiße bauen im Wald. Genau das. Perfekt für YouTube. Danke. Danke für den Shoutout. Immer sehr gute Idee, oder? Erstmal aufteilen, ja, finde ich auch. Mentes, nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Es sind fucking Werwölfe. Können wir die Hebebühne hier betätigen? Ne, hier können wir nichts machen. Pipeline, ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du reinschaust. Es, I don't know. I don't know. Es fällt mir schwer durchzustellen. Also doch so ein Twilight-Ding. Kommt bei Twilight Werwolf vor? Keine Ahnung. Jacob war ein Werwolf, oder? Keine Ahnung. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Nur auf PlayStation 4 wert hier. Ich geb dir gerne ein paar Nachhilfestunden. Baby. Hier können wir offensichtlich durchgehen. Da können wir lang gehen und da können wir lang gehen. Warte mal. Ich probiere jetzt was. Wenn ich mich hier hinstelle so und hier durchgehe, dann ist ja offensichtlich, dass ich sehe, dass es geradeaus durchgeht und ich sehe, dass links der Weg lang geht.
Deswegen würde ich sagen, gehen wir rechts lang, weil der Weg nicht so offensichtlich ist. Hier finden wir den coolen Shit. Oh, Alter, ich erschrecke mich jedes Mal, Mann. Level-Designer hassen diesen Trick. Ja, Mann. Glaubst du, Ryan ist okay? Er weiß, was er tut. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm. Ich wollte es nicht sagen mit dem Regen, dass die anderen das Gesicht sauber gewaschen haben, aber hier nicht. Aber das sind so einzelne Regentropfen. Das reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Oh, meine Fresse, ey. Jetzt habe ich mich schon zum zweiten Mal von dem Licht erschrocken. Mann! Ich weiß nicht, ob das Ironie ist oder so, aber wenn es regnet, könnte ich danach immer duschen. Ich fühle mich nicht so sauber. Fühlt sich an, als wäre das ganze nukleare Zeug auf mich niedergeregnet. Wait. Tschernobyl ist ja schon ein bisschen her. Alles gut, war ein Witz. Hier durch? Nee. Du weißt doch, erste Horrorregel, ihr müsst euch trennen. Caitlin, ich gehe mal hier rechts rum. Da. Das ist das Auto von Laura und Max, glaube ich. Und die Batterie ist noch gar nicht tot. Das hängt da schon die ganze Zeit mit Licht an. Also. Hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Sicher, ja, klar doch, pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Wo ist seine Hand? Er wurde gebissen und wir haben sie mit einer Kettensäge abgeschnitten, damit er sich nicht, damit er nicht stirbt. Aber da hatte er noch zwei Hände, perfekt. Er hat auch noch zwei Füße. Hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Das wird jetzt so, das wird so schlecht. Mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Die Alternative wäre gewesen Shotgun, Stevie. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Ach, shit. Okay. Okay. Dann mal los jetzt. Pipeline ungefähr dasselbe, ja. Fast. Großartig. Safe davon inspiriert. Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit. Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer. Thank you.
Auto fallen lassen. Komm, 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 komm. Komm schon, du rostiges Biest! Ich war vor Angst schon gestorben. Ich auch. Holy shit, das war so spannend. What the fuck? Der Aufprall auf den Reifen war ein bisschen dumm. Das hätten sie lassen können, so. Mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Es hätte gereicht, sie mit dem Auto runter. Aber okay. Für meine Rolle im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Was zum Teufel ist gerade passiert? Die Frage ist, ist der tot oder lebt er noch? Ist es Chris oder Max oder Sax? Oder so? Was? Wer war das? Die Frage ist, wer war das? Genau. Der lebt safe noch, glaube ich auch. Hoffe ich zumindest. Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Ich muss einen Kappeln machen. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Sie meinte ja, es will richtig ausbrechen, aber... What the fuck, was war das denn gerade? Was war denn mit ihrem Kopf los? Huh. Was ist das? Spritzen. Er weiß, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Sch. Ich habe eine Schrotflinte und schieße nicht auf den Werwolf. Macht Sinn? Nicht? Ich glaube mal, der Sinn ist es, damit wir die Entscheidungskraft haben. Und... Ach, keine Ahnung. Ist halt so geschrieben, damit wir die Entscheidung treffen können, dass wir überleben können oder halt nicht und so. Ich schätze, sie hat geschossen daneben und er hat sie gebissen. Vorsichtig. Yep. Sie sieht die nicht. Denke ich auch. So ein Arschloch. Hoffe ich. Ryan. Thank you.
Habe ich das Silber nicht getroffen oder was? Hä, ist das dumm? Nein. Ich hab das safe getroffen. Ich hab voll auf den Schrank geschossen. Deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Nee, ich bin nicht von mir enttäuscht. Ich habe ja drauf geschossen. Ich glaube tatsächlich, dass ich zu lange gebraucht habe. Und dadurch, dass ich in dem Moment, wo ich geschossen habe, hat er es schon nicht mehr angenommen. Und dann hat er es einfach geladen und hat einfach geschossen, sozusagen, als würde ich gar nichts treffen. Und das ist halt, das ärgert mich gerade übel. Weil ich, er hat ja mit Absicht gesagt, Silberbeschlag. Und man hat richtig die Silbersachen im Schrank leuchten sehen. So. Und deswegen habe ich drauf geschossen. Um halt die zu verjagen. Das war der Plan. Ob Ryan tot ist, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Der wurde ja von Dings gebissen. I don't know. Aber dass jetzt der Cop gestorben ist, das war halt komplett unnötig, weil... Das war nicht der Plan, aber it is what it is, I guess. Komm schon, das sah schön aus wie das Gesicht. Nein, perfekt. It is what it is, I don't care. Als gedacht. Soll ich es dir zeigen? Die Szenen finde ich so dumm. Die reißen immer echt so raus. Okay, wenn du es so willst. Zum letzten Mal. Geh bitte und bring es zu Ende. Aber hättest du nicht auch einfach Chris töten können? Nee.